Herzlich willkommen zu Week 4 hier in Madden NFL 16, der Connected Franchise mit Edwin Pedersen. Heute geht's gegen Goddy und seine Denver Broncos und ich würde sagen, wir gehen direkt ins Spiel. So, jetzt geht's hier los. Minnesota Vikings gegen Denver Broncos und es geht hier direkt los mit dem Kick. Okay, anscheinend kein Szenario davor. Wir sehen jetzt den Kick-Return unserer Mannschaft. Nee, der Broncos, sorry, an die 25 Yards, ja, eigener, ja, genau, und mal gucken, wie das jetzt wird. Und wir gucken auch der Offense der Broncos zu, okay, obwohl er, Goddy und ich nicht im Einsatz sind. Das heißt jetzt pures Zugucken, was Osweiler und Co. hier rausholen. Hoffen, dass jetzt unsere Defense gut standhält und das sah jetzt schon nicht so gut aus. Hätten sie auf jeden Fall früher stoppen können, aber zumindest haben sie einen First Down verhindert. Mal gucken, wie es jetzt hier weitergeht. Nächster Spielzug. Das war, ich würde sagen, zum Lauf. Wie sie aufgestellt sind und das wird es auch, aber unsere Defense ist da. Nicht den Tackle verlost, genau, 3. und 6. Jetzt müssen sie das First Down schaffen, sonst sieht es schlecht aus. Also für uns sieht es dann natürlich gut aus, ist ja klar. Nur für die Broncos sieht es dann schlecht aus. Muss jetzt eigentlich ein Pass werden. Ja, jetzt natürlich auch. Und er hat lange Zeit und da ist der freie Mann. Ungedeckt, 13 Yards, natürlich neues First Down, ärgerlich. So frei ein Sanders da stehen zu lassen. Okay, dann geht es jetzt weiter für Osweiler. Mal gucken, was er jetzt rausholt. Eine 41-Yard-Linie. Der Ball kommt an und ja, ist auch das nächste First Down. Bisher sieht das gar nicht schlecht aus, was Osweiler da macht. Da muss unsere Defense gut aufpassen. Weiter geht's. Sind wir noch 43 Yards bis zum Touchdown. Und der Ball kommt nicht an. Er wird sein eigener Spieler abgeworfen. Hier sehen wir die Offense Line der Broncos. Und jetzt geht es auch schon in den nächsten Spielzug. Und da wäre fast gesackt worden, aber der kommt leider noch schnell an. Aber kein First Down. Das müsste jetzt 3. und 7 oder ähnliches sein. Lieber noch unsere Defense, jetzt hoffentlich hier noch ein Field Goal verhindert. Und dann müssen wir den Touchdown. Das ist das grobe Ziel. So. 3. und 5. Jetzt bitte das neue First Down verhindern und da ist es. Eieieiei. Das neue First Down, 30 Yard Linie. Ist auf jeden Fall schon Field Goal Entfernung. Aber wichtig, dass wir immer den Touchdown zu verhindern, dass wir nicht zu sehr unter Druck stehen da mit der Offense. Okay, müssen 3 Yards gewesen sein. Ja. Und wir haben einen Lauf versucht, aber da ist unsere Defense zum Glück da, aber beim Pass sind sie noch nicht stark. Da muss noch was kommen von unserer Defense. Auch wenn zum Glück nur Osweiler der Startup ist, da ja der gute alte Peyton Manning sich verletzt hat. Dem Serverlaufversuch, was ich leider nicht verstehe, wenn doch der Pass so gut läuft. Okay, ist natürlich deren Entscheidung, das müssen sie 6 Yards schaffen. Und mal gucken, was Osweiler hier rausholt. Wir wissen nicht, was eine Interception war. Träumerei und was macht denn unsere Defense da? Ganz schlecht. Er läuft einfach am Spieler vorbei und dann ist er hier auch frei durch. Ersten 6 Punkte für Broncos und jetzt kommt wahrscheinlich noch der extra Point, dann sind 7. Ja. Ganz schlecht von unserer Defense gemacht. So darf nicht weitergehen, sonst bahnt sich ja ein Sieg der Broncos an, aber gut. Jetzt lassen wir erstmal unsere Offense hier auf dem Platz.
Der Kick der Broncos wird jetzt ausgeführt. Das wird sehr wahrscheinlich ein Touchback werden. Yep. Damit starten wir an der 20-Yard-Linie. Und mal gucken, was wir hier rausholen. Und jetzt ist auch Goddy mit Zach Miller auf dem Platz. Natürlich ein Konkurrent für uns. So, starten wir mit dem Lauf. Mal gucken. So, jetzt müssen wir hier natürlich was rausholen. Ganz klar. Und wir schaffen schon mal ein paar Yards, 4 Yards. Guter Start. Das ist ganz okay. Und dann machen wir erstmal ein paar Spielzug. Wir müssen blocken. Nein, da laufen wir an ihm vorbei und das wird der Sack. Das war ein klarer Fehler von uns. Wir sind in die falsche Richtung gelaufen. Okay. Machen wir mal PA Power O. Kein guter Start ins Spiel. Wir müssen blocken, okay. Und wir laufen schon wieder vorbei. Aber ganz schlecht von uns. So darf es natürlich nicht weiter. Eieieiei. Ganz schlecht von uns. Jetzt müssen wir hier punten. Und dann auch wieder unsere Defense aufstellt, die jetzt hoffentlich ein besseres Spiel macht. Dass sie jetzt nicht mehr zu weit kommen. Und ein Fumble! Wer hat ihn recovered? Wer hat den Fumble recovered? Ja, das habe ich jetzt gar nicht geredet, dass es immer noch Fumble kommt. Aber leider hat die Broncos ihn wieder recovered. Das wäre natürlich was gewesen. Ja, der Fumble von uns recovered gewesen. Okay, das müssen wir gucken, wie Osweiler hier macht. Und wird er gesackt? Nein, schade. Und was ist das denn von unserer Defense? Wir müssen den Ball ganz klar aus der Hand schlagen. Eieieiei. Jetzt sind schon wieder an der 24-Yard-Linie. Bisher läuft es nicht für uns. Wieder am Pass. Und ja, da kommt wieder an. Aber er lässt den Ball zum Glück noch fallen. Zumindest schon mal etwas. Es geht schon mal in die richtige Richtung. So, jetzt haben sie 2. und 10. Werden wir mit einem Lauf versuchen. Nee, wir haben nur angetäuscht und fast der Sack, aber der Ball kommt an und fast den nächsten Touchdown, aber das wird ja wahrscheinlich sogar einer werden. Eieiei. Ja, ein ganz schlechter Start für uns. Defense wie auch Offense. Mal gucken, was Osweiler jetzt hier noch rausholt. Er macht einen Pass, Spielzug, okay. Und ganz frei. Meilenweit kein Defense-Spieler und so. Ist der zweite Touchdown für die Broncos da. Da muss jetzt aber was von uns kommen, damit sich hier noch was ändert. So kann das hier nicht weitergehen, sonst nähert sich hier noch eine Abschlachtung ab an. Das wollen wir natürlich nicht. Jetzt gucken wir hier wieder den Kick an und mal gucken, wo wir starten. Schon wieder ein Touchback aus. Ja, wieder eine 21-Yard-Linie. Aber jetzt läuft es dann hoffentlich besser für uns. Machen gut Wild. Wir haben eine Laufroute, okay. Müssen durch die Mitte dann nach links. Und wir kriegen den Ball, aber lassen ihn fallen. Wir lassen ihn fallen. Schade. Machen wir mal die Stick. Auch jetzt haben wir wieder eine Route zum Laufen. Und er wurde gesackt. Zweiter Sack von Marshall. Und jetzt müssen wir 13 Yards schaffen. Versuchen es natürlich mit dem Vertical. Wir haben auch eine gute zum Laufen, aber sehr unwahrscheinlich, dass wir den Ball bekommen. Zumindest wird es dann nie im Leben ein First Down geben. Und der Ball
kommt an. Sehr, sehr schön. Damit ist dann noch das neue First Down da. Dann können wir es jetzt mal wieder mit dem Lauf versuchen. Sehr schön, dass das klappt. Und hier werden wir leider sehr schnell gestoppt. Lauf funktioniert bisher noch nicht so gut. Das war die Divide. Also da hat sich die Defense gut auf Lauf eingestellt. Leider. Kommt der Ball an? Ja, sehr schön. Neues First Down. Stark. Jetzt läuft langsam auch bei unserer Offense. Wir haben einen anderen Lauf versuchen, mal bei außen. Wird hier gar nicht angezeigt, okay. Ja, dann machen wir mal Power O. Auch wenn er nicht ganz der Laufspielzug ist, den ich gerne gehabt hätte. Wie weit kommen wir? 2 Yards. Nicht gut. So muss man mal durch die Mitte. Vielleicht läuft es dann besser. Trainer hat es zumindest so vorgeschlagen, aber darauf haben sie sich jetzt eingestellt. Wir ändern hier mal schnell die Route. Und das müssen wir blocken. Den haben wir gut weggeblockt, Zach Miller, und den Busch hat gerade selber gelaufen, ja, okay. Aber es hat nicht ganz für den First Down gereicht. 2 Yards noch. Oh, was Slot Drive. Dann wieder eine gute. Und jetzt natürlich das First Down rauszuholen. Und der Ball kommt nicht an. Incomplete Pass, aber zumindest Field Goal. Ja, der muss jetzt natürlich auch reingehen. Aber das sieht gut aus und damit haben wir zumindest schon mal 3 Punkte. Und der Kick jetzt von uns. Und jetzt muss unsere Defense hier mal Punkte verhindern. Sonst sehe ich hier langsam schwarz. Und es ist ein Touchback geworden. The Broncos really have this offense cranking, Phil. They've scored on their last 2 series. You know, what we see now, the NFL, so many different ways to move an offense. Screens, run plays, power plays. So, mal gucken, was Osweiler hier jetzt rausholt. Sanders is there to catch a ball that had a lot of heat on it. Okay. Neues First Down. Nicht gut. Unsere Defense muss jetzt hier langsam mal auf Leistung kommen. Wenn jetzt jeden Spielzug ein Touchdown oder ähnliches zulassen, kann das nicht lange so. Schlag den Ball doch aus der Hand. Mann! Ganz schlecht von unserer Defense. Verteidigen ja gar nicht. Oh, die freut sich gerade wahrscheinlich total. Wir sind hier am Verzweifeln. Was ist das denn? Ei. Komm, sack ihn doch. Ei, ja, zumindest. Auch so Tackle for Lost 2015. Zumindest etwas. Ein ganz kleines Zeichen von unserer Defense. Aber nur ein ganz kleines. Da muss jetzt noch viel mehr kommen. Dritter und 12. Wenn jetzt zumindest mal Touchdown verhindern. Und der hat Zeit. Und der Ball. Ich wollte schon sagen, der kommt natürlich an, aber zum Glück nicht. Haben sie zumindest mal einen Touchdown verhindert. Jetzt ist der wahrscheinlich im Field Goal Kick. Nee, wird ein Punt, okay. Haben sie anscheinend keinen so guten Kicker. Wenn sie bei der 34-Yard-Linie punten. Naja. Wir können froh sein, das wird ein Touchback. Und dann kommen wir jetzt wieder aufs Feld.
return as this goes for a touchback. Ich sag jetzt mal nicht, was wir spielen. Ich habe gerade Nachricht bekommen, dass der Gordy uns hört. Dann sagen wir natürlich mal lieber nicht, was wir für Spielzüge hier machen. Ist dann nicht so ganz hilfreich. Und jetzt hat der Lauf auch mal funktioniert. Stark. So. Jetzt ist nochmal 2-Minute Warning. Wir müssen uns jetzt auch ein bisschen beeilen. Wir werden es auch noch ganz gut von der Zeit her schaffen. Und überladen? Ja, super. Das ist super, auch ein neues First Down, das ist wichtig. We use a big guy. Well, the big guy's not fast enough. We use a small guy. Well, he's not big enough. They get pushed around. I don't know what you're gonna do. Just make sure you're good. Was macht Bitrotter da? Secures it with two hands. Naja. Zumindest hat es für 6 Yards gereicht. Viel mehr war da jetzt aber auch nicht. That short pass play picked up 6. It's now second down and 4. Peterson lines up in the backfield. Kyle Rudolph with the reception. Und das ist, der Ball ist auch wieder angekommen. Jetzt kommt langsam auch unsere Offense rein. Sehr gut. First down coming up. The Vikings approach the line and they're going with their jumbo package. Oh, wow, wow, da ist Zach Miller und wir werden sehr früh gestoppt. Ein 9-Yard-Verlust? 8-Yard. Ei. Das war jetzt richtig gut von der Defense. Ja, ein Lob an die Defense der Broncos. Das ist ja sehr gut gestoppt. The Vikings take it from the 33. Und das reicht fürs First Down. Super. So. Aber jetzt müssen wir noch das erste Timeout nehmen, damit die Scheiße nicht davonrennen. Jetzt gucken, dass wir ein bisschen schneller jetzt mal nach vorne kommen. Set up screen to Peterson. Peterson's marked down after a gain of 4. The Vikings will take a second here. Timeout, müssen wir nochmal den gleichen Spielzug machen. Warum auch immer er gerade das machen wollte. Okay. He'll stand back beyond the center in the gun. Und das ist jetzt ein Incomplete Pass. 3. und 7. Müssen wir was nehmen, was irgendwie gut läuft bei Bridgewater. Breaking huddle coming to the line at the 42. Third and 7. Und den Ball bekommen wir, aber wir schaffen doch jetzt First Down aus der Position. Nee. Okay. Dann warten wir jetzt mal kurz. Die Zeit ein bisschen runterläuft. 8, 7. Und jetzt nehmen wir das Timeout und dann kann jetzt unser Kicker aufs Feld kommen und versuchen, ob er es schafft. Und wenn nicht, dann ist es auch nicht schlimm, weil die Uhr dann abgelaufen ist. Ganz schrecklicher Kick. Eieiei. Okay. Und damit, aber wir kommen jetzt zum Glück wieder aufs Feld, damit können wir dann jetzt versuchen, langsam wieder ranzukommen. 2 Viertel haben jetzt noch Zeit, um 11 Punkte mindestens noch zu holen. Das sollte irgendwie machbar sein. Und unsere Defense muss natürlich jetzt
gute Leistung bringen. Schade, incomplete pass. So muss mal damit. They saw you were open and you dropped the pass that was right to you. But hey, that's the way it goes. You know, you got to keep the confidence up. I think he will. And I'm sure the football will find its way. Deckin, sehr schön. Aber hat leider auch nicht mehr viel gebracht und hat es ein Yard gebracht. Okay. After that run, it's still third and nine to go. The Broncos defense now is going to go nickel. Bridgewater's got it in the gun. Catch made. They bring him down and the offense fails to pick up a first down on three plays. Okay. Was war das jetzt? Das war kein erfolgreicher Pass. Dadurch müssen wir jetzt punten. Mal wieder. Das Spiel läuft bisher noch nicht gut. Wird ein ganz schlechter Punt, aber gut. Unsere Defense muss jetzt erstmal gute Leistung zeigen, was wir jetzt hoffentlich auch machen. Sehr schön gestoppt. Tackle for loss und 3 Yards. Ja, gut. Sehr gut. Aber jetzt müssen wir auch eine Pass-Defense mal zeigen, dass sie es können. Nicht irgendein Spieler mal freilassen. Und wieder steht jemand frei und sicher das First Down oder ist es Unschiss? Okay. Was Defense ist, unsere Defense ist ja ganz schwach. Und der Ball kommt natürlich wieder an und das First Down für die Broncos. Kennt ja nicht anders. 13 von 16 Pässen ist angekommen bei Osweiler. Das ist für ihn eine sehr gute Quote, für unsere Defense katastrophal. Oh, was war das für den Receiver? Okay. Nehmen wir natürlich gerne an. Fast eine Interception. Stark, aber leider hat er nicht gefangen. Sonst wäre es ein gutes Zeichen der Defense gewesen, aber so, es ist nur 3. und 10. Und Osweiler hat noch eine Chance zum First Down. Und was er hier rausholt. Aber der geht jetzt aus und dadurch müssen die Broncos jetzt zum Glück wieder punten. Das war jetzt gar nicht so schlecht von unserer Defense, außer ein, zweimal. Das heißt, die kommen jetzt auch langsam ins Spiel. Jetzt müssen wir nur die Offense auch mal ein bisschen punkten. Das ist auch eine gute Ausgangslage, 34 Yard Linie. Da ist jetzt auf jeden Fall was zu holen, hoffe ich. Unproductive, a quick three and out. Yeah, it was. I don't know if they can erase this defense. This defense is pretty good. We saw that in the last drive. They got good players and they're pretty excited. So this is going to be tough on the offense. Damit, mal gucken, ob es funktioniert. It's a two tight end formation. Adrian Peterson takes the football. Hat das First Down gereicht? Nein, 2 Yards fehlen noch. Machen wir den Spielzug. Und wir bekommen den Ball und holen hier das First Down. Wie weit kommen wir noch? Bis zur 41-Yard-Linie.
Sehr gut. When you're behind in a football game, all you can do on the offensive side is just go out there and thinking about making plays and picking up first downs. Good job by the offense. They'll go ground. Jetzt ist hier auch mal Platz. Der Platz ist da, schaffen wir es. Touchdown. Wäre doch der erste Touchdown für uns da. Mit Edwin Peterson. Hat unsere O-Line gut Platz gemacht und dann haben wir die Lücke genutzt hier zum Touchdown. Sehr stark. Dann machen wir jetzt hier die Two-Point-Conversion. Ich bin gespannt, ob die funktioniert. Wir stehen frei, kommen nicht den Ball und dadurch funktioniert sie nicht. Das heißt, es fehlt uns auch noch ein Field Goal. Ah, nee. Wir führen ja einen Touchdown an. Naja. Jetzt darf unsere Defense wieder zeigen, was sie kann. Wenn sie überhaupt was kann. Und hier wieder verhindern, dass die Broncos Punkte machen. Zweiten Hälfte funktioniert unsere Defense ja tatsächlich ganz gut. Jetzt lernen sie auch mal den Ball auszuschlagen. Was ein Fortschritt. Aber jetzt steht hier wieder jemand frei, aber zumindest verhindern sie das First Down, sodass es jetzt Dritter und Zwei ist. Und vielleicht wird es wieder in Ballbesitz kommen. Double tight end formation. Third down and two. Und es ist das neue First Down. Schade. Das geht. Ja, gut. Zwei Yards war jetzt auch nicht die große Herausforderung für einen guten Läufer. Versuchen es wieder über Lauf und da ist auch eine Lücke, aber die kann relativ schnell geschlossen werden. Und es ist wilder Lauf und der wird jetzt aber zum Glück schnell gestoppt. Dadurch ist jetzt Dritter und Fünf und Osweiler ist wieder gefordert. In 5 Yards kann man sehr schön mit dem Pass, mit dem Lauf rausholen. Deswegen muss er jetzt auf Pass gehen. Und es wird das neue First Down, weil wieder jemand allein gelassen worden ist. Wir müssen unsere Defense jetzt mal zusammenreißen, damit sie hier verhindern, dass sie hier Punkte holen. The Vikings with two extra defensive backs in the dime. Es wird ein hoher, weiter Ball und der Ball kommt an. Und da ist der Touchdown für die Denver Broncos. Da hat sich wieder das wahre Gesicht unserer Defense gezeigt, nämlich das ganz schlechte. Ist ja an unserem Spiel vorbeigesprungen. Das geht natürlich nicht. Und das müssen wir hier wieder in der Defense zeigen, was wir können. Und hoffentlich die nächsten Punkte holen. Und es ist wieder ein Touchback. The Vikings offense coming back onto the field. It was a good drive for them last time they had it. Yeah, you know, in this game, Jim, it's all about momentum. And when you feel you got the momentum, und da ein keine Lücke. Ein leider sehr schnell gestoppt. Jetzt müssen wir hier eine sehr gute Defense, Offense zeigen, damit wir hier noch eine Chance auf einen Sieg haben. Kommt der Ball an? Ja, sehr gut. Da wird das funktionieren tatsächlich ganz gut bei Bridgewater, weil das ja nicht gerade der einfachste Spielzug ist. Bridgewater's back in shotgun formation. And
the pass is complete to Wallace. Ein Complete Pass, der aber gar nichts gebracht hat. Also müssen wir hier mit. Wir müssen jetzt hier langsam anfangen zu punkten. Und auf unsere Defense ist leider nicht verlassen. Und wir bekommen den Ball, aber da können wir natürlich auch nicht mehr viel weiterlaufen. 3 Yards haben wir rausgeholt. Ja, aber auch nicht. That time it's a short throw, he gets a completion. Good job. Bridgewater's completed his last 6 passes. The Vikings take it from the 43. Und es wird ein Sack. Und dadurch müssen wir jetzt wieder punten. Und wenn unsere Defense jetzt nicht verändern kann, dass der Gegner Punkte macht, dann ist das die Niederlage. Das heißt, unsere Defense muss jetzt alles verändern, was in Richtung Punkte geht für den Gegner, wenn wir hier noch im Rennen sein wollen. Müssen wir mal gucken, was unsere Defense hier rausholt. Wir gehen mit dem Lauf und der ist okay, 4 Yards. Also ich kann jetzt natürlich auch die Zeit runterspielen. Was sie definitiv machen werden. Oder auch nicht, okay. Osweiler's alone in the backfield. Takes it from the gun. Demaryius Thomas with the grab. Down. It's first down as they head to the line. Oh, fast eine Interception, das war ja. Well, they always say if you get your hands on the football, you got to make the catch. Yeah, right. The guy that made that rule up wasn't getting hit as he was trying to catch the football. Nice hit that time by the defender. The Broncos all bunched up here as they get set at the line. Und jetzt war wieder jemand frei und dann ist das Melkers down da. Eieiei, das wird wohl die Niederlage an unserer Defense, wenn die ja gar nichts verändern kann. Zumindest verteidigen sie mal den Lauf. Aber der Rest halt katastrophal. Second and 10 coming up. The Vikings lined up in the nickel. Anderson's lined up behind his quarterback as the single back. 3-step drop. Und der Ball kommt nicht an. Unsere Defense hat mittlerweile anscheinend gelernt, auch mal Welle rauszuholen. Wir müssen noch lernen, den Ball zu fangen und eine Interception zu machen. Aber gut, das können wir heute anscheinend nicht fordern. Und das wird es wieder ein Incomplete Pass und ein neues First Down. Und jetzt sind wir im Field Goal Reichweite die Broncos. First down, offense ready for the snap. First down, following the long play. Anderson's got it on the handle. Und das wird tatsächlich mal ein guter Lauf. 8 Yards. Und ich will so die Zeit runter. Das wird eigentlich fast gar keine Chance haben, mehr zu gewinnen. Also wir haben ein Riesenglück. Dafür muss die Offensive noch einmal gestoppt werden. Flagge draußen. Ah. So, sehr gut. Haben sich zu viel Zeit gelassen. Let's go!
Das wird wieder ein Lauf und wird ein neues Touchdown. 18-Yard-Linie. Read the defense right, read the blocking, and pick up first downs. That's a really good job by the running back. Nice situation here for the offense. They're winning the football game. Now they're in the red zone. Let's see if they come up with a play that fools the defense. Und der Lauf ist auch wieder gut. Aber er muss ganz das First Down. Aber jetzt auch 2-Minute Warning. Letzten Minuten laufen. Ist noch ein Football-Wunder oder wird das ein Sieg für die Broncos? Und das wird jetzt sogar ein Touchdown. Und damit kann man eigentlich schon sagen, das war's. Das wird gleich 28-9 mit 19 Punkten hinten. You gotta show us you could stop us. You know what they found out? They can't stop you. You're that good. Ganz today. The Vikings are ready to return the kickoff. Was wir nochmal mit der Offense rausholen können. And he'll start his return. Und wir noch ein paar Punkte holen können. Für die Schadensbegrenzung, damit es nicht so hart aussieht. Der Ball kommt an bis zur 35-Yard-Linie. Natürlich ein neues First Down. The Vikings will take the snap from the 35. Wants to go deep. Und der Ball kommt an, sehr stark, und damit wird das nochmal Touchdown. Ja, sehr schön. Aber jetzt muss auch nochmal Touchdown. Auch wenn es nicht mehr viel bringen wird. Dann steht es gleich 16-28. Und immer noch 3 Touchdown, 2 Touchdowns. Onside Recover. Funktioniert der? Nein. Und damit können die Broncos jetzt ganz leicht runterspielen. The Broncos offense looks unstoppable. Touchdown drives the last two times they've had it. Here they go again, Phil. Yeah, they've been very good, Jim. They're taking advantage of situations and scoring touchdowns. Schnell gestoppt. Und unser Team nimmt noch die ganzen Timeouts, okay? Und ob es was bringt, naja. Second down and 10. Anderson's taking the handoff. Give that last stop to Chad Greenway. Das heißt, unsere Defense auch in der Laufdefense, da sind sie gut. Da können sie auch mal verteidigen. Aber im Rest hätten wir es auch mal gewünscht. Denn 16 Punkte ist eigentlich gar nicht so schlecht. Aber nicht heute schon. Wir kommen jetzt tatsächlich nochmal im Ballbesitz. And it'll be Colquitt back to punt. Und er geht an die 20-Yard-Linie, Touchback, sehr gut. Ich dachte schon, wir müssen jetzt an der 1-Yard-Linie starten. First down, pressure on every snap now. Just about a minute left, it would take a miracle to pull this one out. Und kommt der Ball an, haben wir noch eine minimale Chance. Ja, der Ball kommt an und wird sogar eine Touchdown. War sich das Comeback des Jahrhunderts an? Nächster Touchdown, Vikings! Stark! Jetzt Field Goal. Da muss jetzt aber Onside Recover funktionieren. Und dann ist jetzt tatsächlich nochmal das Football-Wunder von Denver möglich. Aber leider wird der Ball gefangen. Und dann wird jetzt zweimal Quarterback nie geben. Und dann war es das leider. Schade. Hat sich nochmal am Ende noch, dann doch nochmal ein Footballwunder angebahnt, aber am Ende war unsere Defense dann einfach zu schlecht. Muss man unterm Strich so sagen.
Und ja. Es ist jetzt leider auch vorbei. In 3, 2, 1. Und jetzt ist es vorbei. Glückwunsch an Gordy für den Sieg. Ja, unser Defense war einfach katastrophal heute und so kann man keine Siege holen. Es ist einfach so, 28 zu 23 ist der Endstand. Jetzt sind wir natürlich frustriert, vor allem unsere Offense. Kein schlechtes Spiel von unserer Offense. Ja, aber wie gesagt, unsere Defense hat einfach heute kein NFL-Niveau gehabt und so. Aber dann einfach zu viele Punkte kassiert. Hier sieht man nochmal unseren Touchdown-Run mit Edwin Peterson, der am Ende nichts gebracht hat. Hier sehen wir nochmal die Statistiken. Da waren die Broncos eigentlich sogar fast überall stärker, außer bei Yards pro Spielzug. Und ja, das war's dann. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Nächste Woche haben wir spielfrei. Deswegen wird es dann nächste Woche keinen Madden geben. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal und ciao.